Liebe Zuschauer, liebe Pesoten, im Vatikan gibt es ein privates Archiv des Papstes, in dem die wertvollsten Dokumente der römisch-katholischen Kirche aufbewahrt werden. Dieses Archiv ist als das Vatikanische Geheimarchiv bekannt. Aber der Ausdruck Geheimarchiv ist nicht richtig bzw. fehlleitend übersetzt. Im Lateinischen heißt es Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Und der Terminus verweist auf das persönliche und nicht geheime Archiv des Papstes in Abgrenzung von Archiven kirchlicher Behörden. Erst vor kurzem, und zwar am 28. Oktober 2019, wurde es in das Vatikanische Apostolische Archiv umbenannt. Das wollte ich kurz einmal richtigstellen. Was unbestritten ist, das ist der Inhalt dieses Archivs. Denn unter den im Archiv gesammelten Dokumenten ist buchstäblich jeder einzigartig. Das Alter einiger Dokumente beträgt mehr als 1200 Jahre. Insgesamt sind nach Schätzungen von Forschern mehr als 1 Million Artefakte im Archiv gelagert. Die Länge der Archivregale beträgt ca. 84 Kilometer und einen Zugang zum Archiv neben dem Papst haben nur Begleiter der höchsten Ränge der Kirche. Im Januar 1881 erfolgte die Öffnung des Archivs für die Benutzer. Und 1884 wurde die Benutzungsordnung Regulamento genannt, weiter liberalisiert. Wissenschaftlern wird heute bei Vorlage eines Empfehlungsschreibens von einer Forschungseinrichtung, wie zum Beispiel einer Universität oder eines wissenschaftlichen Instituts, der Zugang unbürokratisch ermöglicht. Das 1612 gegründete Archiv neben der Vatikanischen Bibliothek enthält zahlreiche Staatspapiere, Korrespondenzen und andere Dokumente, die die katholische Kirche im Laufe der Jahrhunderte gesammelt hat. Der Papst besitzt das Archiv bis zu seinem Tod oder Rücktritt, wenn das Eigentum auf seinen Nachfolger übergeht. Es gibt viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass in diesem Archiv des Vatikans die größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte und vielleicht sogar des gesamten Universums lagern. Bevor ich auf diese möglichen Geheimnisse eingehe, möchte ich euch kurz einmal erzählen, welche bekannten Schätze dort schlummern. Wir haben dort zum einen die päpstliche Bulle vom Papst Alexander VI. Über die Spaltung der neuen Welt. Nur ein Jahr nach der Landung von Christopher Columbus im heutigen Amerika gab Papst Alexander VI. Die Inter Caetera heraus, die den Besitz Amerikas effektiv teilte. Das Datum auf der päpstlichen Bulle stammt vom 4. Mai 1493. Ferner lagern dort Briefe von Abraham Lincoln und Jefferson Davis an Papst Pius XI. 1863, während des amerikanischen Bürgerkriegs, schrieben sowohl Präsident Abraham Lincoln als auch der Präsident der Konföderierten Staaten an den Papst, um ihn davon zu überzeugen, dass der Süden des Landes die unschuldige Partei war, die Opfer der Aggressionen aus dem Norden wurde. Davis versuchte auch, den Süden vom Vatikan als unabhängiges Land anerkennen zu lassen. Es liegen dort sogar die Petitionen zur Aufhebung der Ehe von König Heinrich VIII. Mit Katharina von Aragon und der Hochzeitsfan König Heinrich VIII. Wollte Anne Boleyn 1530 zu seiner zweiten Frau machen. Aber die katholische Kirche verbat zu der Zeit ausdrücklich jede Scheidung. Daraufhin schrieben 85 Geistliche und Adlige einen Brief an Papst Clemens VII., indem sie ihn aufforderten, die Ehe von König Henry oder Heinrich mit Katharina von Aragon aufzuheben. Der Papst lehnte natürlich ab und das führte zur Gründung der Church of England. Die Petition ist 91 cm breit und hat eine besondere Bedeutung, da die Siegel vieler der Unterzeichner mit rotem Band auf der Petition befestigt wurden und vermutlich dies der Hintergrund zu dem Begriff Bürokratie sein soll. Etwas, was mich sehr interessiert, und zwar die Templerverhöre, die liegen dort auch. Die berüchtigten Tempelritter, die mit der Entdeckung des mythischen Heiligen Grals in Verbindung gebracht werden, waren während der Kreuzzüge einst eine Elitetruppe und genossen jahrhundertelang immensen Reichtum und Privilegien. Nach ihrer Verhaftung im Jahre 1307 wurden sie jedoch der Ketzerei angeklagt, wobei viele schließlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Das 60 Meter lange Dokument, das muss man sich mal vorstellen, mit Protokollen aus dem jahrelangen Prozess, befindet sich im Vatikanischen Archiv und wurde 2007 veröffentlicht. Was dabei interessant ist, dass sie enthüllt, dass Papst Clemens, der den Orden schließlich auflöste,
an einem Punkt beabsichtigt hatte, die Tempelritter zu begnadigen, bevor er von etwas oder sagen wir lieber jemand anderem aus unserem westlichen Nachbarland überzeugt wurde. Kommen wir doch einmal zu dem, was die anderen Gerüchte sagen, was sich dort noch so alles befinden soll. Viele Menschen sind überzeugt, dass der Vatikan Artefakte zurückhält, die beweisen würden, dass Außerirdische existieren. Der krasseste Beweis, der stammt von Dr. José Gabriel Funes oder Funes, dem Priester, der als Direktor der Vatikanischen Sternwarte am 18. September 2015 abgelöst wurde. Und dieser erzählte in der TV-Show Unsealed Alien-Dateien, dass das Universum so groß ist, dass es möglich wäre, dass sich das Leben so entwickeln könnte wie hier auf der Erde. In der Sendung behauptete er des Weiteren, dass echte außerirdische Schädel im Archiv lagern und dass Außerirdische sogar im Vatikan gelebt haben. Bislang gibt es natürlich keine konkreten Hinweise zu diesen Schädeln. Es gibt dort angeblich verschiedene Texte, die den genauen Zeitpunkt der Apokalypse nennen. Das jüngste Dokument beinhaltet die drei Geheimnisse von Fatima und dies sind Teile einer Botschaft, die drei Hirtenkinder namens Lucia dos Santos, Jacinta Mato und Francisco Mato am 13. Juli 1917 bei der dritten Marienerscheinung in der Cova da Iria bei Fatima in Portugal laut ihren Aussagen empfangen haben und 1917 nicht veröffentlicht werden durften. Das Grand Grimoire, angeblich bereits im Jahre 1520 verfasst, wurde auch unter den Namen Der Rote Drache und das Evangelium des Satans bekannt und 1750 unter dem Grabstein Salomons entdeckt. Das vierteilige Urmanuskript weist Teile in Althebräisch und Aramäisch auf und laut einer Legende könnte es sogar auf den Schriften von Honorius von Theben basieren, von dem es heißt, er sei zu jener Zeit von Satan persönlich besessen gewesen. Die Legende um dieses Buch behauptet, dass dieses Buch übernatürlich ist und nicht verbrannt, zerschnitten, durchbohrt, zerrissen oder auf irgendeine andere Weise beschädigt oder zerstört werden kann und dass es Skizzen der Gesichter von Judas Iskariot und Jesus Christus beinhalten soll. Sowie noch viele andere Artefakte und Bücher, aber das, was mich persönlich am meisten fasziniert, ist ein angebliches Gerät, welches im Archiv steht, und zwar eine Zeitmaschine, die auch als der Chronovisor bekannt ist und von einem Pater namens Pellegrino Ernetti, sag ich mal, gebaut wurde. Und von diesem Apparat möchte ich euch heute erzählen. In seiner kleinen 4x4 Meter großen Klosterzelle begrüßte Pater Pellegrino Ernetti eines Nachmittags in den frühen 1960er Jahren Pater François Brune. Die beiden Männer hatten sich gerade am Vortag bei einer Fährfahrt über den großen Kanal von Venedig zum ersten Mal getroffen. Während ihres kurzen Gesprächs hatte Pater Ernetti etwas gesagt, das in Pater Bruns Kopf hängen geblieben ist. Die beiden, welche beide Experten für alte Sprachen waren, redeten über die Interpretation der Heiligen Schrift. Als Pater Ernetti bemerkte, dass es eine Maschine gebe, die alle ihre Fragen leicht beantworten könne. Pater Brün war verwirrt, welche Art von Maschine so etwas tun könne und beschloss es bei Pater Ernetti in der heutigen Sitzung noch einmal anzusprechen. Auf die Frage nach der Maschine beschrieb Pater Ernetti ein Gerät, das er einen Chronovisor nannte, der ein wenig wie ein Fernseher aussah. Anstatt jedoch Sendungen von lokalen Sendestationen zu empfangen, könnte sich der Chronovisor auf die Vergangenheit einstellen, damit der Zuschauer Ereignisse sehen und hören kann, die Jahre oder sogar Jahrhunderte zuvor stattgefunden haben. Pater Ernetti erzählte Brün, dass die Maschine funktionierte, indem sie all das Sichtbare und Hörbare, welches die Menschheit gemacht hatte, detektieren kann, da dies noch immer durch den Raum oder den Äther schwebt. Pater Brün wollte wissen, ob Pater Ernetti und seine Mitarbeiter die Kreuzigung Christi sehen konnten. Ernetti antwortete, wir haben alles gesehen. Die Qualen im Garten, der Verrat von Judas, der Prozess und die Kreuzigung selber. Was Pater Ernetti Brün beschrieb, war eine Art Zeitmaschine. Es ist jedoch anders als die fiktiven Geräte, die wir aus, sag ich mal, Büchern, Serien und Filmen so kennen und welche die Menschen in die Zukunft oder Vergangenheit versetzen können. Diese Art von Zeitmaschine würde Bilder und Töne aus der Vergangenheit in die Gegenwart bringen.
Zeitmaschinen, die Menschen transportieren können, scheinen heutzutage immer noch über all das hinauszugehen, was unsere Technologie derzeit hergibt. Aber was wäre denn mit einem Gerät, das sich nur mit Bildern und Tönen beschäftigt? Könnte eine Maschine wie die von Vater Enetti gebaut werden? Schauen wir doch einmal in unsere Zeit. Wir verwenden täglich eine grobe Version von einem Chronovisor, zum Beispiel eine Sicherheitskamera, die zum Beispiel an einem Videorekorder angeschlossen ist, ermöglicht es uns, in die Vergangenheit zu blicken. Und selbst so was Einfaches wie ein Spiegel ist in Wirklichkeit auch eine Art Chronovisor. Denn wenn wir in den Spiegel hineinblicken, dann sehen wir uns nicht aktuell im Spiegel, sondern wie wir nur ein paar Millionstel Sekunden zuvor aussahen, also die Zeit, in der das Licht benötigt, um von unserem Gesicht zum Spiegel zu reisen, reflektiert zu werden und wieder in unsere Augen zurückzukehren. Und große Teleskope fungieren auch wie Chronovisoren. Die fernen Galaxien, die wir durch diese Geräte betrachten, sehen nicht wirklich so aus, wie sie heute sind, sondern wie sie erschienen, als das Licht sie vor Millionen oder vielleicht Milliarden von Jahren verlassen hat. Wenn jetzt ein außerirdischer Wissenschaftler auf einem Planeten stehen würde, der hunderte von Lichtjahren entfernt ist und ein so leistungsfähiges Teleskop hätte, dass er Aktivitäten auf der Erde sehen könnte, würde er die jüngsten Ereignisse nicht sehen, sondern das Leben vor ein paar Jahrhunderten. Er würde vielleicht die Erfindung des Flugzeugs durch die Gebrüder Wright sehen, aber nicht den Start einer SpaceX-Rakete als Beispiel. Wenn es jetzt möglich ist, mit einem Teleskop in die Vergangenheit einer fernen Galaxie zu blicken, warum kann dann nicht ein Gerät gebaut werden, das es uns erlaubt, hier auf der Erde in die Geschichte zurückzublicken? Zweifellos wäre ein solches Gerät viel komplizierter als selbst das modernste Teleskop. Teleskope können in der Zeit zurückblicken, aber welchen Teil der Geschichte sie betrachten, hängt ganz davon ab, wie weit das Objekt entfernt ist. Ein 500 Lichtjahre entfernter Stern ist nur noch so zu sehen, wie er vor 5 Jahrhunderten war. Nicht so, wie er hunderte Jahre später oder früher war. Natürlich kann man nur das sehen, was von der Erde aus sichtbar ist. Und das von Pater Enetti beschriebene Gerät schien sich jedoch auf fast jede Epoche und jeden Ort einstellen zu können. Wie kam jetzt dieser Priester an eine so fantastische Maschine? Also nach dem, was er diesem Brünn erzählte, hat er mit einem anderen Pater namens Agostino Gemelli von der katholischen Universität Mailand zusammengearbeitet. Und dieser Gemelli versuchte, Obertöne aus georgischen Gesängen herauszufiltern, als sie die Stimme von Gemellis verstorbenem Vater hörten, der ebenfalls auf dem Rekorder aufgenommen wurde. Gemelli bestätigte später sogar diesen Vorfall. Und das brachte den Priester dazu, darüber nachzudenken, was denn mit all dem Sichtbaren und mit all den Geräuschen passiert ist, die die Menschen jemals produziert haben. Sind sie ganz verschwunden oder existieren sie in irgendeiner Weise weiter? Enetti wandte sich an einige bedeutende Wissenschaftler und stellte ein Team zusammen, das an dem Projekt arbeitete. Die Gruppe bestand aus Enrico Fermi, also einem der Konstrukteure der ersten Atombombe, und Wernher von Braun. Das Team baute den Chronovisor und sie beobachteten nicht nur die Kreuzigung Christi, sondern auch den französischen Eroberer Napoleon, den römischen Philosophen Cicero und das Stück Thyestes des römischen Dichters Quintus Ennius. Brünn war erstaunt, dass er nichts von der Erfindung dieses Geräts gehört hatte. Warum eine solche Entdeckung verbergen, fragte er. Pater Enetti antwortete, dass das Team beschlossen habe, das Gerät dann freiwillig wieder zu demontieren. Da es sich in der Vergangenheit jederzeit auf jeden Ort einstellen konnte, ließ es keinen Raum für Privatsphäre. In den falschen Händen, sagte Enetti, könnte es die schrecklichste Diktatur schaffen, die die Welt je gesehen hat. Pater Enetti sprach auch auf einigen Konferenzen über paranormale Phänomene, die seine Maschine produzierte, und während er das Gerät nicht alleine selber gebaut hatte, wurde er schließlich dazu überredet, Beweise für seine Behauptung vorzulegen. Enetti fehlte offenbar jeglicher Beweis für seine Behauptung und er soll laut Brünn ausgesagt haben, nebst verschiedenen anderen historischen Ereignissen, die Kreuzigung Jesu Christi gesehen und fotografiert zu haben. Und das Foto, was er gemacht hat, das erschien am 2. Mai 1972 in einer Ausgabe der italienischen Zeitschrift La Domenica del Corriere.
Jedoch tauchte bald ein gespiegeltes, ansonsten fast identisches Bild auf, welches einen Holzschnitt von Lorenzo Culart Valera zeigte, weshalb die Echtheit des Fotos bezweifelt werden darf. Ernetti gab weiterhin an, er habe in Rom des Jahres 169 v. Chr. eine Aufführung der verloren gegangenen Tragödie Thyestes von Quintus Ennius beigewohnt und Dr. Catherine Owen Eldred von der Princeton University gab an, sie habe Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Ernettis angebliche Mitschrift eine Fälschung sei und von ihm selbst geschrieben wurde. Nach einer anonymen Aussage aus der Familie habe Ernetti kurz vor seinem Tod zugegeben, das Drama selbst geschrieben zu haben und dass das Bild Jesu Christi eine Fälschung gewesen sei. Aber im selben Atemzug betonte Ernetti jedoch auch, dass die Maschine trotzdem existiere und funktioniere. Was können wir von dieser seltsamen Geschichte halten? Es wäre jetzt wirklich leicht, Pater Ernetti als Spinner oder zwanghaften Lügner zu verurteilen, denn wenn man mal so schaut, außerhalb seiner Verwicklung mit diesem Chronovisor war dieser Pater ein äußerst angesehener, ruhiger Intellektueller, dessen Spezialgebiet die archaische Musik war. Er verbrachte den größten Teil seines Lebens mit der Erforschung und Lehre zu diesem Thema und war Autor von angesehenen Büchern. Warum sollte jetzt so ein angesehener Geistlicher, Akademiker und Autor eine so wilde Geschichte erfinden? Und da bin ich wie immer auf eure Meinung gespannt und würde mich freuen, wenn ihr sie mir in die Kommentare schreibt. Und ansonsten, wie immer, bitte überprüfen, ob euer Abo noch besteht. Und wenn euch die Geschichte gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr noch keins abgeschlossen habt. Also, ich danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Peso. Servus.